Hallo und herzlich willkommen zu Q-Word. Jao. Was soll ich sagen? Ich muss das spielen, dieses Spiel. Der eine oder andere von euch, der wird das sicherlich schon kennen oder vielleicht schon mehrere von euch oder alle. Und ihr werdet vielleicht auch schon heiß drauf sein oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt. Damit ich hier nicht einfach wie ein Doofen, wie ein Ochs vorm Berg stehe, musste ich das natürlich erstmal anspielen. Ich finde das immer ein bisschen doof, wenn man dann gar nicht weiß, was man gerade tut. Und deshalb ist mein Charakter hier jetzt auch schon Level 3. Ich habe auch schon so eine kleine Welt. Seed ist einfach 1, 2, 3 gewesen. War ja erstmal alles nur zum Ausprobieren. Und eigentlich will ich auch weiter ausprobieren. Und da habe ich jetzt gedacht, ich mache einfach mal eine Aufnahme an. Scheiß der Hund drauf. Manche haben sogar schon geschrieben, lad mal was hoch, scheißegal was. Hier ist scheißegal was. Ein bisschen Cube World. Ja, keine Ahnung, was ihr darüber schon wisst oder inwiefern ihr das kennt. Hat natürlich im ersten Moment, wenn man es so sieht, schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit Minecraft. Zumindest optisch gesehen. Spielerisch dann wohl eher weniger. Ich bin nicht so großartig der Rollenspieler und so weiter. Ich habe Skyrim habe ich ganz viel gespielt, aber so andere Sachen, hier World of Warcraft und so Klamotten, habe ich alles überhaupt nicht gespielt. Deshalb fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwer, das mit anderen Spielen zu vergleichen, aber ich habe halt schon gehört, manche haben aber wohl gesagt, das erinnert an WoW oder an sonst was, keine Ahnung. Also World of Warcraft. Im Endeffekt ist es halt Abenteuern, ne? So ein bisschen unterwegs sein. Wie ihr seht, ich habe hier auch schon so einen kleinen Helferli hier, so ein kleines Tierchen, das habe ich gezähmt. Man kann Tiere zähmen, dann kommen die mit einem mit und helfen einem. Da gibt es auch sicherlich, nicht sicherlich, da gibt es ganz gewiss Tiere, auf die man reiten kann und und. Hier sehen wir einen Busch, den kann ich mir mitnehmen. Da hat man dann ein bisschen Holz oder halt diese Plant Fiber sind da drin und daraus kann man sich Sachen craften. Ich weiß nicht, Werkzeuge glaube ich weniger. Werkzeuge braucht man glaube ich gar nicht bei dem Spiel. Da geht es halt um Waffen und Rüstung und so ein Kram. Und da sind zum Beispiel Kühe. Sieht man jetzt, die ist orange, also Kuh ist orange geschrieben und der Balken ist grün. Das heißt, die sind mir erstmal nicht feindlich gesinnt. Die machen nichts. Ne? Grüner Balken, gut. Das orange Kuh zeigt mir halt an, das ist ein mittelstarker Gegner. Das ist eigentlich ein Gegner, der. Warum eine Kuh ein Gegner ist, weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt ja auch nur so gesagt. Auf jeden Fall ist er mittelstark und von meinem Level aus eigentlich ganz gut zu schaffen, wenn die jetzt nicht alle drei auf einmal kommen. Warum ich jetzt hier Kühe platt mache, liegt einfach nur daran, weil ich mich gerne, kann ich es zeigen. Hier, das ist meine momentanen XP, 99 von 140. Wenn ich 140 erreicht habe, bin ich Level 4 und da möchte man natürlich möglichst schnell hin. Und dafür ist so eine Kuh doch ganz gut geeignet. Deshalb greifen wir die mal an. Jetzt sieht man auch mein Pet hier, mein Haustierchen, mein kleiner Kollege, der hilft mir auch schön. Das Gute daran ist halt, dass der die Kuh von mir ablenkt in dem Moment. Und ich einfach draufhalten kann. Ich sehe auch gerade, ich habe gar nicht mehr so viele HPs. Deshalb werden wir uns jetzt mal hier irgendwas reinhauen. Das bringt 100 und so ein Süppchen bringt 200. Ist eigentlich ein bisschen zu viel, ist aber egal. Wir setzen uns erstmal hin und werden uns so ein Süppchen reintun. So, oh, jetzt geht es mir schon wieder viel besser. Das geht folgendermaßen. Kann man mit Tab aufmachen, dieses Menü, und dann kann man das mit A und D, kann man das hin und her scrollen. Jetzt gehe ich wieder auf meine Potions hier. Die Potions haben den Vorteil, die kann man auch während man läuft trinken und die füllen die HPs wieder ziemlich schnell auf.
Mit Q hat man so eine Schnelltaste, wo man auch mal aus Versehen draufdrückt und so eine Potion trinkt. Ich zumindest. Ich erkläre einfach mal so ein bisschen, was ich weiß über das Spiel. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht dem einen oder anderen ganz recht, wenn ich da ein bisschen was zu sage. Wir machen ja jetzt hier erstmal so eine erste Proberunde. Einfach mal zum Gucken. Ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass ich das Let's Play, keine Ahnung. Da bin ich ja bestimmt nicht der Einzige, der davon Let's Plays hochrotzt. Und ich muss auch mal gucken. Ich würde das auch wirklich viel lieber im Multiplayer spielen. Zumal ich glaube einfach. Alter, was ist hier los? Dass die Sache im Multiplayer wesentlich einfacher wird. Oh, der ist böse. Die sind beide böse. Oh, Scheiße. Ach, Moment. Ich habe gedacht, das wäre mein Pet. Ist ja Quatsch. Der rollt sich einfach weg, der Drecksack. Kann ich übrigens auch. Und jetzt bin ich tot. Tot sein ist gar nicht so schlimm, zumindest im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Man muss erstmal wissen, wir sind hier in einer Alpha-Phase. Das heißt, viele Dinge sind noch nicht integriert oder werden noch geändert und. Da kann sicherlich noch einiges passieren. Im Moment ist es so, wenn man stirbt, ist das eigentlich nur so, dass man den Kampf verloren hat und neu spawnt. Man verliert ansonsten eigentlich nichts. Ich drücke mal R. Und da sind wir schon wieder irgendwo in der Nähe vielleicht. Mit denen werde ich mich nicht anlegen. Wie ihr seht, die haben... die sind böse. Die wähle ich jetzt nicht. Da sind 4 Stück davon, die hauen mir auf die Fresse. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade war. Aber wir sind... Oh, wir sind direkt an einer Grenze zu einem neuen Gebiet. Und da wollte ich schon immer mal hin. Ich rufe mal die Map auf. So sieht die Map aus. Die ist einfach nur so süß. Also wirklich alles aus Pixeln hier. Das ist so cool gemacht. Komplett ohne Texturen. Und trotzdem wunderschön. Da wird halt nur mit diesen Schatten- und Lichtverhältnissen gespielt. Quasi auf den Texturen. Ich finde es einfach sowas von gelungen. Das sieht so putzig aus, das Spiel. Und jetzt sind wir in einem neuen Land. Und da war ich noch nie. Und um ehrlich zu sein, gehe ich auch davon aus, dass es überhaupt nicht meinem Level entspricht und ich hier Probleme kriegen werde. Oh, ihr seid doch gar nicht so stark. Mach ihn fertig! Jawoll! Oh. Der ist aber... Ja, komm. Ja. Jetzt geh endlich kaputt, du Arsch. Ich hätte vielleicht mal, während ich meine Potion trinke, aufhören sollen. Oh, piss die Wand an. So. Und jetzt komm her. Oh. Ich stelle mich so blöd an, wenn es um Kämpfen geht. Das tut mir schrecklich leid. Aber ich bin schlecht darin. So ist das nun mal. Warte mal, was habe ich gesagt? Was bringt so eine Ananas? Da habe ich auch nur noch 6 Stück von, aber die bringt 100. Die hauen wir uns mal eben rein. Dann haben wir wenigstens wieder eine volle Anzeige. Ich glaube wirklich, das ist im Multiplayer wahrscheinlich wesentlich einfacher, das Spiel. Ach du Jemini, jetzt kommt aber Wasser, wa? Wenn man dann mit mehreren Leuten auf so einen Gegner drauf geht, dann... hat man wohl doch ganz andere Möglichkeiten, so taktisch gesehen. Da gehe ich aber besser erstmal nicht rein. Wie groß ist denn der? Ach du Scheiße. Keiner weiß etwas Genaues. Wir können ja mal so am Strand lang laufen.
gucken, was noch so kommt. Weil die nächste Stadt. Ach du Scheiße, wo ist denn die Stadt geblieben? Die muss. Blendet mir jetzt auch gar nicht mehr ein. Wahrscheinlich blendet er mir nur ein, wenn ich auch in dem dementsprechenden Land bin. Ich glaube, die ist hier irgendwo. Das ist ein echt weiter Weg dahin. Ich hatte jetzt gehofft, hier einfach mal eine andere Stadt zu finden. Aber dem ist wohl nicht so. In der Stadt hat man halt Möglichkeiten, sich neue Ausrüstung zu holen, Ausrüstung zu verkaufen, Sachen zu craften und. Die ganzen Sachen, die man unterwegs findet oder aufsammelt und von Gegnern bekommt, kann man da verscherbeln. Den machen wir aber fertig hier. Haha. Treffe ich den nicht? Doch. Mach mal. So, aus der Entfernung. Das gefällt mir doch viel besser. Und an die gehen wir lieber nicht so nah ran. Wenn ich V drücke. Irgendwie. Ah, jetzt zeigt er mir alle an. Genau. Können wir mit V einschalten, dass der alle anzeigt. Also die Gegner hier. Das sind jetzt zum Beispiel keine Gegner. Die sind blau. Das sind meine Freunde. Die würden mir auch helfen. Mit denen kann ich auch quatschen. Genau. Der sagt mir halt, beim Händler kann man sich kleine Bomben kaufen, damit kann man Steine wegsprengen. Kann ganz nützlich sein in so Höhlen. Und du, was sagst du? Ja, ich auch. Da bin ich ja jetzt gerade bei. Wisst ihr vielleicht, wo eine ist? Natürlich nicht. Ja. Viel sagen die nicht, die Jungs. Da unten ist auch so ein Typ, mit dem sollte man sich auch nicht anlegen. Aber da vorne ist ein Busch. Da ist was im Busch. Und den holen wir uns zwar gleich. Weil Holz und diese Feen kann ich gebrauchen. Ich bin ja jetzt so ein Bogenschütze. Oh. Du bist aber böse. Ich will nicht mit dir spielen. Geh weg. Ich bin jetzt so ein Bogenschütze, ein Ranger. Und der braucht halt wohl Holz und so Feen. Da kann man sich Rüstung machen und seine Bögen verbessern oder seine Waffen verbessern. Habe ich mich auch bisher eigentlich mal so gut wie gar nicht mit beschäftigt. Wie gesagt, das Spiel ist eigentlich auch noch komplett neu für mich. Ich habe das bisher kaum gespielt. Diese Welt hier, die ist so riesig. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu lernen. Das ist unglaublich. Ich frage mich gerade, wie da. Ach, eine Katze. Eine Katze machen wir noch mal eben fertig. Das ist wieder. Das sind wieder ein, zwei XP für uns. Einer natürlich nur. Das war ein leichter Gegner. Aber wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Damit wir möglichst schnell im Level steigen. Was ist das denn da? Ein Terrier. Ah, siehst du wohl? Nur weil wir den auch mal kurz angegriffen haben. Machst du da, Junge? Hat der mich geheilt? Und du bist so lieb zu mir. Oh, kann ich dich mitnehmen? Ich würde dich gerne mitnehmen. Du bist mein Freund. Ja. Und sonst noch was? Nein? Und du? Ja, ich auch. Hatten wir ja schon mal so ähnlich. Ich bin mal gespannt, wie das nachher, wenn ich das gerendert habe, aussehen wird. Ich werde das nicht in 1080 rendern. Ich glaube, die Files, die werden so erbärmlich groß werden, wenn ich das in 1080 mache. Deshalb werde ich mich auf 720 beschränken und hoffe, ihr könnt da noch alles vernünftig erkennen und lesen. Die kann ich nicht mehr aufsammeln, da habe ich schon 50 Stück von. Ich glaube, man kann von jeder Sache 50 einsammeln. Und ich render jetzt anders, habe ich euch auch noch nicht erzählt. Ne? Ich hab mir tatsächlich eine Videobearbeitung geholt. Und möglicherweise wird das. Hör auf damit, du Arsch! Hat der. Ach du Scheiße, weg! Boah, der ist aber stark. Ach ja, sicher, der ist ja auch, der hat ja auch einen roten Balken. Ich verpiss mich lieber. Jetzt hat er mich völlig aus dem Konzept gebracht. Kommt der noch hinterher? Also ich habe mir eine Videobar. Ah, da bist du ja wieder. Wenn die sterben, die kommen dann auch relativ zügig wieder. Ein paar Sekündchen sind die eigentlich wieder da.
eine Videobearbeitung geholt und kann jetzt erste Mal richtig Videos auch bearbeiten. Wobei ich da auch noch mit trainieren muss. So gut bin ich da drin auch noch nicht. Ich bin mal gespannt, was ihr sagen werdet, wie das von der Qualität und so sein wird, weil ich erstmal glaube, dass die. Was war das? Das, also wahrscheinlich war das nur das Wasser. Dass die Qualität eher vielleicht ein bisschen nachlassen wird. Die sind aber stark, ne? Normalerweise sind die doch gar nicht so stark, diese Onion. Ich greife davon mal einen an. Ach, die sind doch gar nicht so stark. Siehst du. Ich muss halt auch noch lernen mit dieser Stärke, wer da stark ist. Die sind einfach nur böse, die sind nicht stark, weil die haben eine blaue Schrift, heißt, dass die eigentlich nicht stark sind. Genau. Und rot heißt aber erstmal, dass sie böse sind. So. Die machen wir natürlich alle fertig, wenn wir sie treffen. Ach, guck mal, wieder ein Helferli hier. Hallo. Ja, er ist der beste Kletterer, den es hier gibt auf der Welt. Der Spruch, der kommt auch so ein paar Mal. So, das wollen wir auch noch einsammeln hier. Da können wir uns auch Essen draus machen. Also da bin ich gespannt, wie das wird mit dem Rendern. Ich glaube, Tatsache ist, dass die Files jetzt wahrscheinlich in Tacken größer werden beim Rendern. Und. Oh, Entschuldigung. Konnte nicht so schnell muten. Und, die Qualität nicht mehr ganz so gut ist, aber jetzt nicht wirklich schlecht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, jetzt pennen wir hier einmal. Beim Schlafen vergeht, jetzt wollte ich da hinzeigen, oben rechts in der Ecke, die Zeit, Time, läuft ein bisschen schneller beim Schlafen, aber füllt auch unsere HPs wieder auf. Ein Problem, weil ich habe, es ist jetzt 15 Uhr. Früher oder später wird es dunkel werden. Ich habe keinen Plan, wo hier eine Stadt ist. Und die einzige Möglichkeit, diese Nacht zu überbrücken, da gibt es so einen Laden in der Stadt, da kann man reingehen. Und der überbrückt dann einmal die Nacht für uns. Und ich sage euch, dass wenn das hier Nacht wird, dann ist das dunkel wie im Bärenarsch. Das ist so tief dunkel. Und das Einzige, was wir haben, ist so eine kleine Lampe. Oh, hier sind aber viele böse. Ich glaube, die kann ich gar nicht mehr mitnehmen hier. Davon habe ich schon 50, wenn ich mich nicht irre. B für Inventar. Und davon haben wir schon 50. Also, das wird gar nichts mehr nützen. Ja. Ich spiele schon gerade mit dem Gedanken, mich auf den Rückweg zu machen. Weil ich glaube, nachts bin ich so hoffnungslos hier aufgeschmissen. Aber ist ja egal. Wie gesagt, wenn man stirbt, es ist nicht so super schlimm.